Ja. Okay, darunter schreibst du mal bitte PI. Wie fühlst du dich? Welche Emotionen hast du? Möchtest du irgendwas loswerden? Trag's da ein. Also entspannt, locker. Gut, darunter schreibst du VA. Ruhig. Okay, schreib's auch drauf. Vorannahmen. Hast du Vorannahmen über das Target? Sonst machst du einen Strich hin oder schreibst keine hin. Nee, hab keine. Gut. Wir machen es immer so, wenn du den Stift dann auf die linke Seite hältst, dann bist du bereit, dann sehe ich, dass du bereit bist, ne? Also Okay. können wir für die Zukunft so abmachen. Und wenn ich dann sehe, dass du bereit bist, den Stift dahin hältst, dann gebe ich dir die Targetnummer. Diesmal 2x6 Ziffern. Schreibst du in zwei Zeilen auf. Okay. Targetnummer ist 473 856. Neue Zeile 672 833. Gut, und teil mal ein. Drei Teile hast du oder vier? Drei. Okay. Dann fangen wir an mit A1. Beschreibst kurz den Teilstrich, wie der Linienverlauf ist. Bogen nach links unten. Spitze rechts oben. Dann Linie nach links unten. Fühl dich mal rein und schau mal nach Eindrücken. Unidentifiziert, das ist blau-grau-weiß. Blau-grau-weiß, okay. Noch Oberflächen wahrnehmen? Kantig. Kantig, okay. Ja, hart, spitz. Hartspitze, okay. Du merkst, es kommt längere Zeit nichts mehr, kannst du automatisch zum B-Aspekt gehen, ne? Nicht, dass du zu lange rumstocherst. Ja. Aber schau dich ruhig nochmal um. Dann machen wir ruhig einen B-Aspekt. Ja. Das ist eher künstlich und natürlich für dich. Oder beides? Ja, eher beides. Okay, beides. Gut, dann gehen wir zum zweiten Abschnitt, A2. Schreibst wieder kurz den Linienverlauf. Schlaufe nach rechts oben. Langer Bogen nach links unten. Okay, na, dann fühle ich mal rein in den zweiten Teilstrich und schau mal nach Eindrücken. Glatt, sauber, steril. Platz sauber, steril. Braun-beige. Braun-beige, okay. Mach mal ruhig einen B-Aspekt schon. Ja. Das ist künstlich. Künstlich, okay. Ich habe starkes AOL. Also ich vermute, dass es ein AOL ist.
ein voriges Target, das der Motor, irgendein, der Wassermotor. Schreib's nur auf, hat mit Wassermotor nichts zu tun. Streich's kurz durch, schlägst den Stift kurz aus der Hand, schießt ihn aus dem Kopf. Wenn du raus hast, dann kannst du dich nochmal reinfüllen in den Teilstrich. Schaust nochmal reindrücken. Ja. A2, ja. Dann machen wir euch einen B-Aspekt, machst du jetzt, ne? Den A habe ich künstlich, habe ich schon hingeschrieben. Okay. Gut, dann gehen wir zum dritten Teilstrich. A3, beschreib es kurz im Linienverlauf. Linie nach rechts oben. Kleine spitze Schlaufe nach links. Lange Linie nach rechts. Okay. Gut, dann fülle ich mal ein. Schauen wir noch weiter rein. Oberflächen, Farben, Dimensionen. Also glatt, hart. Kann ich hier auch ein AOLS hinschreiben? Auf jeden Fall. Du darfst alles aufschreiben, was du hast. Wie Holz wäre das, oder? Wie Holz, okay. Und wie Stein. Wie Stein, okay. Es wechselt ständig nach draußen und drinnen. Ja gut, schreib's mal ruhig so auf. Wechselt von draußen nach drinnen. Ich muss wieder als AOL den Wassermotor hinschreiben. Okay, ich entkollige mal kurz weg. Gut, nimmst du nochmal auf und machst mal einen B-Aspekt direkt. Sehr künstlich natürlich, oder beides? Beides. Schreib mir noch mal bitte ein AI raus. Wie findest du das da? Welche Emotionen verknüpfst du mit dem Target? Es ist gewohnt, macht mich aber neugierig. Okay, schreib's mal auf. Gewohnt macht dich neugierig. Gut, wenn du das hast, kannst du das Blatt mal zur Seite legen, nicht zu weit weglegen ruhig. Man breitet die Blätter eigentlich immer komplett auf dem ganzen Tisch aus. Also man legt die nicht übereinander, sondern legt dann nach rechts eins, nach links eins und so weiter, dass du immer wieder drauf schauen kannst. Ne? Okay, dann schreib mal auf Seite 2, Stufe 2. Schreib's mal auf die linke Seite Farben, Doppelpunkt. Schreib's dahinter mal alle Farben, die du wahrnimmst, untereinander weg. Blau-grau, weiß, weiß, grün. Grün, okay. Gut, dann nehmen wir als nächstes. Hast du noch was? Ja, also beige, Holz, beige, braun. Schau mal. Beige, braun, holzig. Gut, dann gehst du als nächstes zur Oberfläche. Okay, dann beschreib mal mit Blick auf das Ziel die Oberflächen, die du wahrnehmen kannst. Ja,
kantig. Ja, Dimension eher, aber ja, es ist gerade reingekommen. Ja, die Oberflächen können ja auch kantig sein. Okay. Ja. Hart. Glatt, kalt. Glänzend. Glänzend, okay. Gut, als nächstes kommt dann Gerüche, wenn du nichts mehr bekommst. Hm? Schreib mal auf Gerüche. Schreib mal untereinander weg die Gerüche, die du wahrnimmst. Falls du mehrere hast. Ja, metallisch. Okay, metallisch. Ja. Geschmäcker? Nicht sicher, aber ja. Mach dir keinen Kopf darum, brauchst nicht sicher sein. Mit Blick auf das Ziel, welche Geschmäcker kannst du wahrnehmen? Längere Zeit nichts. Kommt nichts rein. Da kannst du entweder einen Strich machen, kannst UI für undefiniert schreiben oder kannst halt neutral schreiben. Das kannst du dir aussuchen. Mhm. Mach ruhig einen Strich, wenn du sagst, kommt nichts rein. Ja. Hm? Ja. Gut, gehen wir mal zu Temperaturen. Mhm. Mit Fokus auf das Target, welche Temperaturen hast du da? Ja. Also die rechte Hand ist jetzt sehr kalt geworden. Okay. Ist auch okay, brauchst nicht weiter rumstochen, wenn nichts mehr kommt. Gehst du zu Geräusche als nächstes? Und beschreib mal deine Geräusche im Zielgebiet. Brummen, Surren. Brummen, Surren, okay. Gut, dann als nächstes kommt Dimensionen. Fokus nochmal auf das Target und beschreib all deine Dimensionen, die du wahrnimmst. Draußen, weit. Die Eindrücke, die jetzt kommen, sind wieder total konträr mit dem, was ich mir hier zusammengebaut habe. Du kannst ja nochmal drunter schreiben, konträre Eindrücke als AI oder so unten. Mhm. Also als AI. Als okay. AI, ja, schreib mal. Konträre Eindrücke. Ja. Gut, und dann schauen wir nochmal weiter nach Dimensionen. Mit Blick auf das Ziel, schau das Target nochmal richtig an. Welche Dimensionen kannst du im Zielgebiet wahrnehmen? Hoch. Mhm. Ich habe ein AOL von einer Stadt, Großstadt. Mhm. Schau mal hin, Großstadt auch nochmal. Mhm. Ruhig alle Begriffe mal als AOL rausholen, die du auch reinbekommst. Ne? Mhm. Immer wieder AOL hinschreiben oder reicht jetzt einmal? Nee, einmal reicht, klar. Leg einen Kuli kurz aus der Hand. Entspann dich, zentriere dich nochmal. Wenn du es aus dem Kopf hast, dann nimmst du nochmal auf und schaust nochmal in Dimensionen, ob du da noch irgendwas bekommst an Eindrücken. Mhm.
Ja, kantig, eckig. Kantig, eckig, okay. Hart ist auch eine Dimension. Auf jeden Fall. Auch alles, was mit Energie, Leben und Bewegung zu tun hat, ist dimensional. Okay, wenn du nichts mehr hast, kannst du nochmal ein AI unten hinschreiben, ein allgemeines, wenn du noch eins hast. Wie fühlt sich das für dich an? Welche Emotionen verbindest du mit dem Target? Ja, spannend, neugierig. Spannend, neugierig, okay. Erforschend auch, irgendwie Forscherdrang. Forscherdrang schreibt man auch. Okay, dann liest das Blatt zur Seite. Nimmst mal das nächste Blatt. Schreibst mal in Seite 3. Wir machen jetzt mal direkt eine Stufe 4. Lassen die Stufe 3 mal aus. Schreib mal in Seite 3, Stufe 4. Machst im oberen Drittel einen waagerechten Strich über die Seite. Ein Drittel. Schreibst du über die oberste Linie S, D, A, I, E, I, T, I, T, A, O, L und A, O, L, S. Ja, dann fangen wir an bei sensorischen Eindrücken. Fühl dich mal rein. Schreib mal alle sensorischen Eindrücke, die du wahrnimmst, unter. Also grau, blau, weiß. Hart. Fest. Kommt nichts. Dann gehen wir direkt zu dimensionalen Eindrücken. Kantig, weit. Kantig, weit. Ich habe das Gefühl, dass ein Objekt vor mir liegt. Okay. Aber ich vermute, dass der Wassermotor ist. Schreib mal erstmal bei AOLS hin. Habe Vermutung, dass ein Objekt vor mir liegt. Klammern Wassermotor. Also du hast einen sehr technischen Eindruck, ja? Ja, auf jeden Fall. Okay. Kannst du darunter ja nochmal schreiben, sehr technisch. Bei AOLS. Ja, klar. Das könntest du auch bei IT hinschreiben. Kannst du gleich nochmal bei IT hinschreiben, wenn wir da sind. Oder kannst du auch jetzt hinschreiben, direkt hinschreiben. Halt, dann hast du es aus dem Kopf. Sehr technisch. Sehr technisch. Also ein mechanisches, elektrisches Objekt. Gut, schreib es nochmal hin, mechanisch-elektrisch. Bei AOL kannst du auch nochmal den Wassermotor eintragen jetzt. So, wenn du dich davon befreit hast, dann geh nochmal zu Dimensionen und schau nochmal bei dimensionalen Eindrücken. Was kannst du noch bei dimensionalen Eindrücken erfassen? Nichts mehr kommt. Ja, kommt nichts mehr. Dann gehen wir zu AI. Mhm. Wie empfindest du an dem Target? Welche Emotionen verbindest du damit? Fühlst du dich dran? Nichts kommt, gehst du einfach mal zu EI. Ist ja auch schon generiert. Wie fühlen andere sich da? Was für Emotionen verbinden andere damit? Fühl dich mal rein ins EI.
Sorry, eine Blockade. Also ich nehme im Moment gerade gar nichts wahr. Ich versuche es nochmal. Schreib mal ruhig auf, das Blockade, schreib das ruhig mal auf. Wo bei EI? Bei EI, ja. Hast du gerade bei EI eine Blockade gehabt, ne? Ja, auch schon bei AI, also ist. Gut, dann schreib mal bei beiden ruhig eine Blockade auf. Okay, dann begib dich mal zu Tangibles, T. Was für Sachen kannst du anfassen, konkret? Also Metallholz habe ich die ganze Ja, Zeit vor mir. schreib's mal auf, Metallholz. Es waren auch mal Steine hier, aber die waren nur ganz kurz in Stufe 1, aber nicht intensiv, also nur ein kurzer Eindruck. Gut, dann lass es weg, wenn du es meinst. Hm? Wolltest du noch mal oben dich durchfühlen? Ansonsten können wir gleich mal zur nächsten Seite gehen. Ja. Also ich schreibe jetzt noch bei T, Gummi, Kunststoff. Okay, Gummi, Kunststoff. Kalt habe ich hier. Lass die Blockade ruhig links liegen. Ich sehe irgendeinen Nutzen, aber ich kann ihn nicht definieren. Es Schreib. ist ein Gebrauchsgegenstand, ein etwas Brauchbares. Das kannst du ja nochmal bei IT hinschreiben. Gebrauchsgegenstand, sehe einen Nutzen. Kannst du auch nochmal bei IT reinfühlen, ob du sonst noch was zu IT kriegst. IT ist der Verwendungszweck. Ja, Sinn und Zweck, Funktion. Was soll das? Warum ist das da? Was macht man damit? Ja. Halte ich nicht so lange auf. Ja. Gut, dann würde ich Ich sagen. weiß nicht, ob das jetzt mehr vom Verstand kommt, aber ich schreibe es mal hin, ökonomisch. Ökonomisch, okay. Okay, dann nimm mal ruhig die nächste Seite. Seite 4 ist das jetzt. Machen wir mal eine Stufe 6. So, nimm dir mal bitte deine Stufe 4 her und schau mal, welche Eindrücke für dich sehr interessant sind, welche du noch näher untersuchen möchtest. Also das Objekt, das vor mir liegt, ist hart, fest, kalt, kantig. Gut. Dann schreib mal. Oben auf die Seite schreibst du mal Objekt. In die Mitte Das oder links? mach mal, wie du meinst, wo du es am besten findest. So, das unterstreichst du bitte dreimal. Machst einen kurzen Strich nach unten und zeichnest mal einen Kasten. So, hast du eine Frage zu dem Objekt selber? Wofür es da ist. Schau mal. Wofür ist das Objekt da? Also richte deinen Fokus mal auf das Objekt und generiere mal ein paar Eindrücke dazu. Was kannst du dazu sagen?
piekst mal ruhig rein in das Objekt oder den Satz, wie du magst. Etwas mit Energie und Kommunikation. Okay, schreib's mal auf. Energie und Kommunikation. Fortbewegung. Wobei es für Fortbewegung zu klein ist, habe ich den Eindruck. Schau mal hin, zu klein für Fortbewegung. Hast du noch was? Sonst würde ich jetzt mal was fragen wollen. Ja, ich habe nichts mehr. Okay, dann schreib mal bitte auf die linke, rechte Seite, bei dir ist es die rechte Seite. Ja. Schreib mal bitte diese Blockade auf, die du bei E und A hier hast. Ja? Da irgendwo. Neben Objekt? Ja, ja, neben Objekt, genau. Schreib mal die Blockade auf und unterstreich die Blockade nochmal dreimal. Du machst wieder einen Strich nach unten und ein Kästchen. Dann frag mal in ein Kästchen, woraus resultiert die Blockade? Ja. Dann fühl dich mal rein und schau mal, welche Eindrücke generierst du zu der Blockade? Vorher hatte ich während der Blockade hatte ich den Eindruck, dass ich abgelenkt bin. Jetzt bin ich der Meinung, ich sollte es nicht wissen. Jemand möchte nicht, dass ich über das Objekt Bescheid weiß. Okay, dann schreiben wir einmal auf. Am Anfang war ich abgelenkt. Als zweites schreibst du dann mal auf, jemand möchte nicht, dass ich über das Objekt Bescheid weiß. Ist sie so unterdrückt oder? Schreib's ruhig auf, unterdrückt. Okay. Mhm. Schau dir doch nochmal dein IT an. Was hast du bei IT alles stehen? Sehr technisch, mechanisch, elektrisch. Gebrauchsgegenstand. Ich sehe einen Nutzen. Und irgendwie mit ökologisch, ökonomisch habe ich hier einen Zusammenhang. Also mit Umwelt. Gut, ich würde mir diesen ökonomischen Nutzen, wie du betitelt hast, würde ich mir mal gerne genauer angucken. Mhm. Wollen wir uns das ökonomisch oder das den Nutzen anschauen? Jetzt nimm einfach beide, schreib hin, ökonomische Nutzen, das ist ja beides bei YouTube. Okay, genau, ökonomische Nutzen. Machst du wieder drei Striche drunter. Kleinen Strich nach unten. Im Kasten.
generiere mal einfach ein paar Eindrücke zu dem ökonomischen Nutzen. Kann ich den Wassermotor als AOL rausschreiben noch, ja, oder ist das in Stufe 6 nicht mehr? Auf jeden Fall kannst du ihn immer rausschreiben. Du kannst ihn auch mal aufmalen. So was, also das Bild, was du von diesem Wassermotor die ganze Zeit im Kopf hast, malst einfach mal auf. Das hilft auch mal beim AOL loswerden. Ne? Ja. Lass dir ruhig Zeit, malen ganz detailliert auf, weil du ihn ja ziemlich fest im Kopf hast. Ja. Verstand etwas beschäftigen. Ja, genau. Lass dich aus. Also Targets, wenn du halt gleichwertige Targets hast, die gleiche Aspekte haben, kann es da klar auch mal sein, dass du durch diese gleichwertigen Aspekte drauf kommst. Ne? Ja. Aber das kannst du nach der Session mal in Ruhe analysieren. Hier nochmal den ökologischen Nutzen an, bitte jetzt. Also irgendetwas in es hat jetzt nicht mit dem ökonomischen Nutzen direkt zu tun, aber ich denke, dass es Verwendung findet. Schreib mal hin, findet Verwendung. Schreib es ruhig unter dem ökonomischen Nutzen, findet Verwendung. Kannst du was zu der Quantität und zu temporären Aspekten sagen? Also in welchem Umfang das Objekt Nutzen bringt und inwieweit, wie lange? Also ich sehe wenig Aufwand für viel Ertrag. Schaut mal hin, wenig Aufwand für viel Ertrag. Also für viel Ertrag in Energie oder in Fortbewegung, einfach das. Schreib es mal so auf. Wie habe ich es gesagt? Wenig Aufwand für viel Ertrag. Wenig Aufwand für viel Ertrag, genau. Schreib das mal auf. Das reicht eigentlich auch zu ökonomischen Nutzen. Wolltest du dir sonst noch was aus der Stufe 4 angucken? Ich habe sonst eigentlich alles durch. Wenn für dich noch irgendwas interessant ist, schau dir ruhig das Ganze nochmal an auf der Stufe 4. Ganz in Ruhe. Hast du da noch irgendwas? Wenn du nichts mehr findest, machen wir mal am Ende. Also ich schau gerade, die Blockade ist geklärt. Nee. Nee, also dann schalten wir unten dein Ende hin. Wir haben es jetzt 18.18 Uhr. Auch mal drei Striche drunter. 18.18 Uhr? 18.18 Uhr, genau. Gut, dann legt man den Stift weg. Entspann dich, komm wieder bei dir zu Hause an.